Mein Name ist Chris, ich bin Redakteurin bei netzpolitik.org und berichte dort unter anderem über algorithmische Systeme, also das, was gerne unter dem Buzzword KI derzeit rumgereicht wird. Und darüber möchte ich heute auch sprechen, spezifischer über die Ethikleitlinien, die zum Einsatz von Algorithmen derzeit sehr inflationär entwickelt und in Umlauf gebracht werden, und über die Frage, ob das sozusagen schon ausreichend ist oder welche Bestrebungen derzeit in Deutschland, aber auch auf Ebene der EU gemacht werden, um den Einsatz solcher Systeme auch mit Gesetzen zu regulieren. Und vielleicht nochmal wichtig vorab gleich zu sagen, wenn ich heute über algorithmische Systeme spreche, ich meine hier nicht Sachen, die jetzt dazu da sind, die Lieferkette von irgendeinem Unternehmen zu optimieren oder in einem Getränkeautomaten den Automaten zu operieren, sondern es geht um Bereiche, in denen algorithmische Entscheidungen eingesetzt werden, um ja, Entscheidungen für und über Menschen zu treffen, die auch in Bereiche reinschneiden, wo es eben um Menschenrechte geht. So, darum geht es heute. So, es gibt sehr, sehr viele von diesen Leitlinien. Eine Schätzung, ich glaube, von der ETH Zürich zuletzt vor einigen Monaten, die haben einmal versucht zu zählen und 84 solche ethische Leitlinien zu KI, AI derzeit gezählt. Dann kamen aber auf Twitter noch Hinweise, nein, sie haben nicht alle dabei gehabt, weil sie nur Englisch und also eben westliche Sprachen dabei hatten, und es gäbe ja noch mehr, die gar nicht mitten auf dem Schirm hatten. Einigen wir uns darauf, es sind verdammt viele. Das hier ist eine Visualisierung des Berkman Klein Center for Internet and Society in Harvard. Da kann man jetzt, auch da kann man wirklich nicht erkennen, was alles drauf ist, aber ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Es sind 32 verschiedene Ethikleitlinien, die versucht haben, hier zu visualisieren, indem sie auch gezeigt haben, okay, welche Prinzipien stehen denn in welchen Leitlinien drin, wie wichtig sind die und so weiter. Und mit in dieser Übersicht sind Unternehmen wie Google oder Microsoft, aber auch Normungsorganisationen wie die IEEE oder auch Regierungen, also auch die Ethikrichtlinien der EU-Kommission sind da mit dabei, und auch die KI-Strategie der Bundesregierung taucht in dieser Visualisierung mit auf. Das ist aber alles immer noch nur ein Ausschnitt und gibt wirklich nur einen Ausschnitt dessen, was gerade überhaupt da ist. Und um sich das vielleicht auch zu vergegenwärtigen, wie viel es da wirklich gibt. Es gibt inzwischen fast so eine Art Subdisziplin der KI-Forschung, die sich im Grunde nur damit beschäftigt, diese ganzen Ethikleitlinien sich anzugucken und miteinander zu vergleichen und zu schauen, in welchen Punkten weichen die vielleicht voneinander ab. Ja, warum gibt es mehr als 84 Ethikleitlinien für sogenannte künstliche Intelligenz? Einerseits finde ich, kann man das ganz gut nachvollziehen. Also wenn wir schauen, wo überall algorithmische Entscheidungsprozesse heute uns schon im Alltag begegnen, dann ist das an sehr vielen Stellen so, in den Newsfeeds, in den Postfächern, aber auch schon bei der Wohnungssuche, bei der Vergabe von Krediten. Im Bewerbungsprozess haben wir das zunehmend, dass eben Stimmen und Gespräche ausgewertet werden. Und neuerdings auch auf dem Arbeitsamt in Österreich, wo die Arbeitsmarktservices einen Algorithmus ab Anfang 2020 dazu einsetzen, um Arbeitssuchende in verschiedene Kategorien einzusortieren. Das sind natürlich alles immer nur Empfehlungen. Ja, am Ende trifft eine Sachbearbeiterin, ein Sachbearbeiter die Entscheidung, aber trotzdem bekommen die erstmal eine Prognose vorgeschlagen, in welche Kategorie eben ein arbeitssuchender Mensch fallen soll. Auf dieser Basis bekommt jemand dann zum Beispiel Förderung oder eben auch nicht. Also das sind nur einige Beispiele, an denen algorithmische Entscheidungen eben immer tiefer auch einschneiden in Bereiche, wo es wirklich um Grundrechte geht von Menschen. So. Ja, deswegen ist es vielleicht auch nicht so überraschend, dass es inzwischen eben nicht nur dieser Begriff künstliche Intelligenz inflationär verwendet wird, sondern auch Rufe laut werden, diese Technologien, die da zum Einsatz kommen, auch zu regulieren, und dass wir eben so viele Leitlinien sehen. Da geht es um solche Fragen wie, was Algorithmen eben dürfen, in welchen Bereichen man den Einsatz beschränken muss und worüber Algorithmen auch überhaupt niemals entscheiden dürften. Also sogenannte rote Linien, die man einzieht, zu sagen, da in dem Bereich sollte niemals eine Maschine eine Entscheidung treffen dürfen. So.
Das ist ein Beispiel für so eine Guideline. Das ist in diesem Fall die Guideline von IBM. Und die habe ich ausgewählt als Beispiel, weil die im Gegensatz zu einigen anderen, die bis zu 300 Seiten lang sind, sehr kompakt ist und auf dieser, in diesem Inhaltsverzeichnis dieser Guideline sieht man vier verschiedene Punkte, die so eine Art Minimalkonsens sind oder die eigentlich in fast allen Guidelines auftauchen, wenn man die mal miteinander vergleicht. Das erste ist Accountability, also die Frage, wer die Verantwortung trägt, wenn ein Algorithmus etwas prognostiziert oder entscheidet. Dann Explainability, also die Forderung nach Transparenz und Nachvollziehbarkeit von solchen algorithmischen Entscheidungen. Das ist relevant, weil, wie einige von euch wissen, eben je nachdem, welche Systeme man nutzt, bestimmte Systeme eben auch einfach Prognosen ausspucken, ohne dass nachvollziehbar wäre, wie sie zu einer bestimmten Entscheidung gelangt sind. Und selbst die Menschen, die die Systeme trainiert haben, nicht mehr sagen können, warum das System zu einer bestimmten Entscheidung oder einer bestimmten Prognose gelangt. Also deswegen Stichwort Explainability wichtig. Und manchmal geht es unter diesem Stichwort auch ganz banal um Transparenz im Sinne von, der Algorithmus darf sich nicht verschleiern. Also wenn ich es mit einem Algorithmus zu tun habe, dann soll ich das immer merken und wissen. Das wurde von anderen auch als digitales oder algorithmisches Vermummungsverbot bezeichnet. Finde ich, trifft es nicht so ganz, aber also darum geht es und man sollte es immer wissen. Dann ein wichtiger Punkt, der sehr oft genannt wird, ist Fairness, also die Forderung, dass ein Algorithmus niemanden unzulässig diskriminieren darf. Dazu kommen wir gleich noch. Und ebenfalls sehr oft taucht eben Privacy auf, also das Recht auf Datenschutz. Und vor allem, ja, dass zum Beispiel Daten zum Trainieren dieser Systeme immer nur mit Zustimmung der Betroffenen verwendet werden dürfen, was überall dort relevant wird, wo wo Systeme mit Daten trainiert werden, die ja, selbst wenn sie nicht personalisiert sind, ja doch irgendwie mit Menschen zusammenhängen und nicht einfach nur Daten, die jetzt irgendeine Maschine generiert in einer Fabrik zum Beispiel. Was vielleicht auch noch interessant ist, worum es eher selten geht oder gar nicht, ist die Notwendigkeit demokratischer Kontrolle und Gesetzgebung im Zusammenhang mit Algorithmen, wobei das inzwischen sich ein bisschen ändert. Einige Firmen, gerade im Zusammenhang mit Gesichtserkennung, fordern inzwischen auch Regulierung, weil sie sagen, sie wollen ja selber wissen, woran sie sich halten sollen, wenn sie eben auch Systeme auf den Markt bringen, schlagen dann aber natürlich in der Regel eher Regulierung vor, die ihren Vorstellungen entspricht. Und was auch auffällig ist, ist, dass sehr selten auch im Zusammenhang mit Gerechtigkeit und Diskriminierung davon die Rede ist, ja, wie unausgewogen die Branche oder wie wenig vielfältig die Branche selbst ist. Weil wenn man dann mal da reinschaut, dann sieht man relativ schnell, das sind Systeme, die werden zwar eigentlich oder vorgeblich für alle entwickelt oder werden ja auch dann sehr viele Menschen betreffen, entwickelt werden sie aber in der Regel von weißen Männern, die diese Technologien dann eben entwickeln und für ihre eigenen Zwecke vielleicht auch optimieren oder einfach bestimmte Perspektiven nicht im Blick haben, obwohl dann gerade marginalisierte Menschen, wie man weiß, auch ganz besonders von den Folgen, den negativen Auswirkungen dieser Technologien auch betroffen sind. Auch dazu gleich noch mehr. So. Eine Frage ist, was bringen diese ganzen Guidelines und für wen? Weil irgendjemand muss sich ja die auch einen Grund gehabt haben, die sich alle auszudenken. Und die Firmen, gerade die Firmen, aber auch die anderen Organisationen oder manchmal Verbände auch, die sich diese Guidelines dann selber ausdenken und verschreiben, sagen, dass es ja sinnvoll ist, weil sie sich damit selbst eine Selbstverpflichtung auferlegen oder eine ganze Branche sich eine Selbstverpflichtung auferlegt. Aber ich finde, das Interessante ist, wenn man dann mal schaut, was bringt es denn jetzt wirklich, wenn ich so eine Guideline habe? Also das sind ja immer noch alles freiwillige Selbstverpflichtungen, entweder einer einzelnen Firma oder einer Branche, egal, aber es ist erstmal wirklich einfach nicht mehr als eine Erklärung der guten Absichten. So. Wichtig im Kontext, weil da sich daraus eben auch keinerlei konkrete Ansprüche dann ergeben. Also für jemanden, der dann von so einer algorithmischen Entscheidung oder Prognose betroffen ist, ergibt sich daraus erstmal nichts. Kein Gericht der Welt wird mir Schadensersatz zusprechen oder irgendwie urteilen, wenn ich da ankomme mit, hallo, es gibt aber diese Ethikrichtlinie und dagegen hat jetzt die Firma XY verstoßen. So, vor Gericht gelten ja nach wie vor nur Gesetze und von denen gibt es, wie wir jetzt gleich noch sehen werden, noch bemerkenswert wenige in diesem Bereich im Moment. So. Ein
Ethikforscher Thomas Metzinger, mit dem wir gesprochen haben für eine Recherche in diesem Zusammenhang, hat diese Praxis als Ethics-Washing bezeichnet. Also Unternehmen führen eine Ethikdebatte mit dem Ziel, gesetzliche Regeln aufzuschieben oder im Bestfall ganz zu verhindern. Und je länger diese Debatte läuft, klar, umso länger dauert es, bis man dann wirklich mal an einem Punkt ankommt, wo es dann um Regulierung geht, die womöglich dann das eigene Geschäftsmodell empfindlich stören könnte. In diese Kategorie fallen eben einerseits diese Ethik-Guidelines, die ich gezeigt habe, aber auch, das geht noch weiter, also zum Beispiel hat ja Google vor einiger Zeit versucht, ein Ethics-Board einzusetzen und ist damit ziemlich schnell gescheitert, aber das war eben auch so ein Versuch, zu sagen, wir machen selber ein Ethics-Beratungsboard für KI. Und in die gleiche Kategorie, würde ich sagen, fallen auch diese ganzen Ethiklehrstühle oder sogar ganze Institute, die wir gerade sehen. Zum Beispiel auch das Institut, das Facebook in München finanziert und das jetzt im Oktober seine Arbeit aufgenommen hat, wo ja auch Ethik in der KI erforscht werden soll. Ja, das ist vielleicht eher das Indirekte, aber die Industrie schaltet sich auch ganz direkt und in politische Prozesse ein, wenn es darum geht, Gesetzgebung zu entwickeln. Und ein ganz gutes Beispiel dafür war die High-Level Expert Group für AI, die EU-Kommission im vergangenen Jahr eingesetzt hatte, um eben einerseits Guidelines für eine ethische und vertrauenswürdige KI zu entwickeln und gleichzeitig auch schon mal Vorschläge zu machen, wie denn eine Gesetzgebung aussehen könnte dafür. Und wenn man sich die Zusammensetzung dieser Kommission angeschaut hat, das waren insgesamt 52 Expertinnen und Experten, die da drin saßen. Von denen kamen 23 direkt aus der Industrie, also von Unternehmen wie Nokia, Google, Airbus oder IBM. Und wenn man dann noch die Lobbyverbände dazu zählt, also wo mehrere Unternehmen in Brüssel gemeinsam eben von einem Lobbyverband ihre Interessen vertreten lassen, dann sind es 26 Vertreterinnen aus der Industrie, also die Hälfte dieses Gremiums. Und dann kommen da solche absurden Sachen zustande, wie dass zum Beispiel SAP gleich dreimal in diesem Gremium repräsentiert war. Einmal mit einem eigenen KI-Experten, Markus Noga, dann nochmal mit dem Lobbyverband Digital Europe, der eben auch eine Vertreterin hingeschickt hat. Und dann war der Vorsitzende der Gruppe, Pekka Ala-Piettile, sitzt auch noch im Aufsichtsrat von SAP. Ja, und auf der anderen Seite sind eben relativ wenige zivilgesellschaftliche Organisationen oder Verbraucherschutzorganisationen, da überhaupt irgendwelche Leute, die sich entweder mit Ethik oder mit Bürgerinnenrechten beschäftigen, in dieser Gruppe vertreten gewesen. So. Und dass die Industrie mit einbezogen wird in so einen Prozess, ist ja durchaus sinnvoll. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Es geht eher um das Gewicht und das war eben in diesem Fall doch recht überproportional in Richtung Industrie ausgelegt. Ja, das hat dann natürlich Auswirkungen. Wir haben dann irgendwie für Netzpolitik darüber berichtet und haben mit Leuten gesprochen, die in dieser Kommission drin saßen, die dann berichtet haben, ursprünglich war mal der Arbeitsauftrag der Kommission, rote Linien zu definieren, also Bereiche, in denen algorithmische Entscheidungen niemals eingesetzt werden sollte, also bestimmte Dinge oder überhaupt KI-Technologien, autonome Waffensysteme, Citizen Scoring vergleichbar mit dem, was wir in China haben. Und diese Punkte stehen jetzt auch nach wie vor im Papier, also die sind nicht rauseditiert worden, aber an dem Wording wurde herumeditiert. Und zwar heißen die jetzt nicht mehr rote Linien, sondern da ist jetzt nur noch die Rede von Bedenken und Spannungen mit den ethischen Leitprinzipien, die sich ergeben könnten und das davon, dass man eben bestimmte Abstriche, die gemacht worden ist, gut dokumentieren sollte. So, man kann das jetzt als sprachliche Spitzfindigkeit abtun, aber ich finde es schon interessant, dass man eben sieht, okay, das ist jetzt immer noch etwas, das waren immer noch nur ethische Guidelines, gar nichts rechtlich Bindendes und schon an dieser Stelle investiert die Industrie aber doch eine beträchtliche Energie da rein, die allein schon das Wording in eine Richtung zu lenken, so dass es später dann eben ja bloß nicht allzu gefährlich werden könnte. So, wir haben jetzt gesehen, es gibt sehr viele Erklärungen der guten Absichten, aber noch relativ wenig regulatorische Aufsicht über diesen Bereich. Das Brookings Institute, ein Think Tank aus den USA, hat vor kurzem eine Parallele gezogen, die fand ich ganz interessant, mit der historischen Vergleich mit der Zeit der industriellen Revolution. Weil auch damals hatten wir eine Situation, wo eben neue Erfindungen die Wirtschaft und auch das Leben der Menschen ziemlich auf den Kopf gestellt haben. Und wenn man da mal geschaut hat, auch da war es so, dass Innovatoren erstmal de facto neue Regeln geschaffen haben und erst sehr viel später die Politik mit Regulierung hinterherkam, als nämlich
die neuen Technologien negative Effekte hatten und das öffentliche Interesse beeinflusst haben. Ja, und da kam das erst nach. Der Unterschied, den wir heute haben, ist, damals hatten Gesetzgeberinnen einfach mehr Zeit, um die Fehler zu korrigieren. Und heute haben wir eine irrsinnig schnelle Verbreitung dieser Systeme, egal ob es jetzt irgendwie dynamisches Pricing ist im Netz oder automatisierte Gesichtserkennung. Das heißt, wir werden jetzt wir sehen ja jetzt schon heute auf sehr vielen Ebenen Probleme und werden die auch weiter sehen, bevor die Politik jetzt mit Regulierung hinterherkommt. Und nur ein Beispiel, das ich gerne zeigen möchte, ist die automatisierte Gesichtserkennung. Es wurde ja in Deutschland ziemlich viel diskutiert im Zusammenhang mit der Videoüberwachung, die die Deutsche Bahn eben jetzt zusammen auch mit dem Innenministerium in ihren Bahnhöfen ausbauen will und am Südkreuz in Berlin auch testet. Aber was vielleicht weniger bekannt ist, ist die Fehleranfälligkeit dieser Systeme in einer anderen Hinsicht. Und zwar ist nachgewiesen, dass eigentlich alle großen Systeme der kommerziellen Anbieter von Amazon bis IBM, Microsoft ziemlich schlecht darin sind, die Gesichter von Frauen, also vor allem von schwarzen Frauen, richtig zu erkennen. Das die Informatikerin Joy Bolamvini am MIT nachgewiesen. Und besonders schlecht schneiden diese Systeme noch in einem anderen Bereich ab, der sich Automated Gender Recognition, AGR, nennt. Da geht es darum, dass eben, das sieht man hier auf diesem Bild, da steht ja dann immer verschiedene Labels, aber unter anderem auch ganz unten Gender Female in dem Fall. Interessanterweise kennen die meisten Systeme erstmal sowieso ohnehin schon nur Male und Female, das heißt Menschen, die nicht in eine dieser beiden Kategorien passen können, ohnehin niemals korrekt zugeordnet werden von diesem System. Aber selbst innerhalb dieses binären Schemas schneiden die Systeme sehr schlecht ab und gerade Trans-Menschen sind davon betroffen, weil zum Beispiel erwiesenermaßen Trans-Frauen sehr, sehr oft, also wir reden hier von Fehlerquoten bis 30%, dann fälschlicherweise als Männer zum Beispiel zugeordnet werden. Das hier ist eine eher komische, also eine humoristische Aktion der BVG gewesen zum Equal Pay Day, wo Frauen umsonst ein Ticket bekamen, wenn sie eben ihr Gesicht in diese Maschine gehalten haben am Alexanderplatz. In diesem Fall war jetzt Falscherkennung, würde ich mal sagen, sind die Auswirkungen ja eher überschaubar, die negativen Effekte für jemanden. Aber wenn man sich mal ausmalt oder überhaupt anfängt vorzustellen, für was diese Technologien in Zukunft eingesetzt werden könnten, zum Beispiel automatisierter Zugang oder eben Verwehrung von Zugang zu Toiletten oder Umkleideräumen, dann sieht man, warum da Communities, also Trans-Communities inzwischen auch schon sehr, ja, panisch, dass diskutiert wird, was passiert, wenn diese Systeme in Zukunft dann tatsächlich in mehr Bereichen eingesetzt werden. So. Ja, noch ganz kurz zur Datenethikkommission wollte ich was sagen, weil die haben gerade Vorschläge gemacht. Das ist eine Kommission, die eingesetzt worden ist von der damaligen Justizministerin Barley und von Innenminister Horst Seehofer mit dem Auftrag, ethische Leitplanken einzuziehen. Ja, und 16 Mitglieder haben im Oktober diesen Bericht vorgelegt und da drin stehen auch Empfehlungen, wie KI reguliert werden sollte oder algorithmische Systeme. Und die zwei wichtigsten sind, sie schlagen eine Verordnung vor für algorithmische Systeme auf EU-Ebene, für die sie auch schon einen Namen sich ausgedacht haben, EUVAS soll die heißen, und eben dieses System der Pyramide, Kritikalitätspyramide, wo dann eben unterschiedliche Regulierungsintensität, je nachdem wie gefährlich die Systeme sind, wie hoch das Schädigungspotenzial ist. Und Sachen, die völlig unvertretbar sind, sind eben in dieser tiefroten Spritze. Sachen, die völlig unbedenklich sind, wie der Getränkeautomat, sind in dieser grünen Basis. Und interessant wird es vor allem in diesem gelb-orangen Bereich dazwischen. Da schlagen sie dann nämlich vor, solche Sachen wie dynamisches Pricing und vor allem personalisiertes Pricing zum Beispiel mit reinzunehmen in diesen orangen Bereich, der auch schon relativ stark beaufsichtigt werden sollte, wäre dann zum Beispiel auch sowas wie die Kreditvergabe vorschlagsweise mit drin. Ja? Also dass man dort, wo Algorithmen eben darüber entscheiden, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht, tendenziell sehr große Auswirkungen auf das Leben dieser Person, sehr viel stärkere Aufsicht und auch regulatorische Aufsicht von Behörden dann vorschlägt. So. Ja, Antidiskriminierung ist ein Thema, aber ich glaube, ich muss ein bisschen schneller, deswegen komme ich mal zu dem, was die EU-Kommission im Moment plant, weil da ist gerade einiges in Bewegung. Die Uhr tickt im Moment, weil von der Leyen bei ihrem Antritt ja angekündigt hat, eine KI-Gesetzgebung binnen der ersten 100 Tage im Amt. Das wäre so Pi mal Daumen Ende Februar, also sehr bald. Und wir wissen, dass die Generaldirektion für Technologie, DG Connect,
an etwas arbeitet. Und die High-Level Expert Group, die ich gerade gezeigt habe, hat ja auch schon Vorarbeit geleistet. Die haben nämlich Vorschläge für Regulierung auch gemacht. Das Problem ist aber, die Kommission ist sich im Moment selbst ziemlich uneinig und unschlüssig, wie diese Regeln überhaupt aussehen sollten. Ob das zum Beispiel eine eher horizontale, vage, breite Gesetzgebung werden soll oder spitz in den einzelnen Sektoren. Und es ist tatsächlich auch ziemlich knifflig. Also selbst wenn ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalte, jetzt auch aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, was wollt ihr denn sagen? Die ist nicht so einfach, weil es wirklich eine schwierige Frage ist, wie man jetzt eben, weil das ein Bereich ist, in den ja so viele unterschiedliche Anwendungen reinfallen und der gleichzeitig in so viele unterschiedliche Sektoren ausstrahlt oder zur Anwendung kommt. Insofern ist es gerade eine interessante Frage. Ich glaube, das Einzige, worauf sich gerade alle einigen können, zumindest so Politico und die Leute, die halt auch aus Brüssel mehr berichten, die Gespräche, die geführt haben, auch mit Leuten, die dort in der Verwaltung oder in diesen Institutionen arbeiten, sagen, 100 Tage viel zu kurz, Horror, kriegen wir nicht hin und vermutlich wird jetzt, ich zitiere, irgendetwas veröffentlicht, damit von der Leyen ihr Versprechen halten kann. Vermutlich wird es aber auch, sind die aktuellen Aussagen, die wir jetzt auch bekommen haben auf Nachfrage, kein Gesetz werden, sondern nur ein sogenanntes Consultation Paper. Das heißt, damit ist jetzt wieder der Zeitpunkt, zu dem dann überhaupt erstmal sowas wie eine erste Regulierung kommen kann, noch weiter herausgeschoben. So. Und ja, das ist vielleicht nur, also ich würde einfach nur dafür plädieren, alle, die sich für diesen Bereich interessieren, sollten weiter die Augen aufhalten und wirklich ein bisschen drauf gucken, was passiert jetzt in Deutschland mit den Vorschlägen, die die Datenethikkommission gemacht hat. Werden die in der Schublade verschwinden oder wird das umgesetzt? Und was passiert jetzt tatsächlich auf Ebene der EU-Kommission? Weil ganz sicher ist, auch die ganzen Firmen haben da eine Armada von Lobby-Menschen sitzen, die darauf hinarbeiten, dass es in eine Richtung läuft, die ihnen taugt. Aber ich finde nicht, dass wir den Firmen überlassen sollten, eben diese Regeln zu gestalten, die unser zukünftiges Zusammenleben mit Maschinen ausformen. So. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Vortrag. Vielen Dank für diesen Vortrag. Als Dankeschön von der OIO-Community gibt es noch etwas Schokolade. Und ich würde sagen, für Fragen nehmt ihr euch einfach eine Mate und setzt euch irgendwo um die Ecke, denn der nächste Talk geht schon ziemlich bald los. Vielen Dank nochmal.